Ja, und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, hier zurück zu Heaven's Hope. Ja, wir waren ja letztens hier noch bei Bill und haben dieses Pamphlet oder diesen gefälschten Brief hier zusammengefrümelt. Daraufhin, ja, machte das irgendwie so einen buggy Eindruck. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mal in dem Walkthrough geschaut. Ich bin halt ehrlich wie immer. Und habe geschaut, ob sich tatsächlich um eine Stelle handelt, die buggy ist halt, oder? Was wir halt irgendwie machen müssen mit diesem Brief. Und es ist ein bisschen merkwürdig mit dem Bild hier, weil jetzt haben wir den Brief Tatsache zusammengeschustert für McCallum. Also wir müssen den halt zu McCallum bringen. Und wie das Ganze hier mit Bild abläuft, ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte er uns ja helfen. Dem war jetzt irgendwie nicht so. Wir nehmen jetzt wahrscheinlich den Weg mit McCallum. Dann ist mir das aber auch recht. Also Hauptsache, wir haben diese komische Stelle, die ja wirklich echt, die war sehr merkwürdig. Die haben wir hinter uns dann gelassen und können dann hier irgendwie weitermachen. Dann lieber so. Und wir wissen, dass es kein Bug ist. Das ist umso besser. Nein, auf keinen Fall. Nachdem Bloomford und ich den außer Gefecht gesetzt haben, ist der bestimmt ganz schön sauer. Okay. Vielleicht ist es doch ein Bug. Ach, ihr Lieben. Also, ich habe, wie gesagt, nachgeschaut. Da stand dann drin, wir sollen dieses komische Pamphlet, was wir ja zusammengeschustert haben, dann McCallum geben und ihn damit dazu bringen, dass er Greta, naja, uns hilft, halt mit Greta. Mehr weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Ich wollte mich ja jetzt nicht spoilern oder so ein Blödsinn. Ich habe halt nur genau für diese Stelle geguckt. Oh Mann. Tja, jetzt haben wir das Ding. Also wir haben den McCallum-Weg. Irgendwie muss doch das Spiel denn... Warte mal, die Pamphlete. Vielleicht geht das jetzt auch für Bill. Ah, alles klar. Pamphlet. Der gefälschte Brief. Na gut. Verstehe. Die lassen sich neu zusammenstellen. Jetzt kannst du was richtig Irres zusammenstellen. Okay, jetzt können wir also den Brief für Bill, nehme ich mal an, fertig machen. Das Problem ist nur, wir haben uns ja eh schon im Vorfeld für Bill entschieden. Denn ist das irgendwie merkwürdig, dass das Spiel trotzdem uns auch den Lösungsweg für McCallum angibt. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Ja, damit könnte man anfangen. Oder Vergangenheit zur wiederholten Störung der Heiligen. Macht keinen Sinn. Leib und Leben verfüge ich, dass niemand diese Mühle... Ordnung der Kirche. Im Dienste des Leibhaftigen? Nee, das macht keinen Sinn. Doch, warte mal. Im Dienste des Leibhaftigen verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend angegriffen? Das klappt so nicht. Was? Das klappt so nicht. Halt mal auf. Umgehend angegriffen und in die Kammer der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe erheilt. Jede Todessünde muss belohnt werden. So, das neue Dekret besagt jetzt, im Dienste des Leibhaftigen verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen und in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe ereilt. Jede Todsünde muss belohnt werden. Gezeichnet Greta. Okay, das ist wirklich ziemlich irre. So kommt Greta auf jeden Fall noch fanatischer rüber, als sie ohnehin schon ist. Okay, also das ist der Weg des Bill. Des Bills. Das ist okay, damit kann ich leben. Ihr hattet ja auch geschrieben, ich soll es nochmal mit dem Pamphlet-Schnipseln probieren. Ja, bloß diese Stelle war sehr merkwürdig einfach. Total weird. Ach, Bill. So. Hallo, Bill. Hallo, Talorel. Wie kann ich dir helfen? Es geht um Greta. Oh nein. Was ist denn mit dir schon wieder? Ja, es geht. Und jetzt Greta mit Doppel-T geschrieben. Sehr gut. Neuestens auch mit Doppel-T. Ich habe den Beweis dafür, dass Greta besessen ist. Und was, wenn du dich irrst? Hast du dafür irgendwelche Beweise? Ja, natürlich. Natürlich kann ich das beweisen. Schau hier, was sie für ein irres Zeug verbreitet. Sieh hier. Im Dienste des Leibhaftigen verfüge ich,
das spielende Kinder umgehend aufgegriffen und in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe ereilt? Jede Todsünde muss belohnt werden. Gezeichnet Greta. Greta hat wohl wirklich den Verstand verloren. Aber warum wendest du dich nicht an McCallum? Der muss hier doch für Recht und Ordnung sorgen. Ja, der ist verhindert. Der? Der ist verhindert. Wie? Der ist verhindert. Der, naja, also, gibt's hier keine Antwortmöglichkeiten? Naja, so, also, der ist verrückt geworden, quasi ist er auch verrückt. Er ist verrückt geworden. Aus Kummer, weil Greta von einem Dämon besessen ist. Wieder so eine Behauptung. Kannst du das auch beweisen, mein Junge? Hör zu, Junge. Entweder du wendest dich an McCallum oder du musst mir erst Beweise vorlegen, dass er verrückt geworden ist. Ja, haben wir doch. Och, nicht nochmal. Es geht um Greta. Oh nein. Ich habe... Im Zeit Mülltonnen? Den hat es also okay, auch erlebt. Okay. Völlig durchgeknallt. Deshalb habe ich ihn auch eingesperrt. Also gut, ich helfe dir. Aber Greta hat sich in ihrem Büro eingesperrt. Da müssen wir sie irgendwie rauslocken. Wenn du das schaffst, schnapp ich sie mir und bring sie zum Steinkreis. Ich gehe da mal. Verstehe. Also für Bill brauchten wir jetzt doch beide. Ja, gut. Wie dem auch sei. Ich bin froh, dass er uns hilft. Das heißt, wir müssen die Kirchenglocke läuten. Ich glaube, wir können das aber noch nicht machen. Uns fehlt ja auch noch das fünfte Element und hier Nummer 2 fehlt irgendwie auch noch. Greta auf die Ritualplattform schaffen. Element Luft in Röhrchen bringen. Feuer, Wasser, Erde, ja klar. Na gut. Ihr habt nochmal gesagt, ich soll unten in die Katakomben nochmal rein. Mit dem Spiegel jetzt vor allen Dingen, genau. Allerdings weiß ich nicht, ob uns das wirklich hilft. Bei unserem Rätsel um das Ritual. So. Oh Gott, wie war denn das nochmal? Ich glaube, du musstest nach da. Und du. Ich glaube, der war... Ja, genau, Kreuz. Der musste hier in einer Linie. Also der muss jetzt nach links hier einmal. Los, Flammy Wings. Tap, 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 tap. Ist immer sweet. Hast du gut gemacht. Danke dir. Und jetzt noch einer von den beiden. Komme ich da ran? Ja. Oh! Ah, geil. Warte mal, diesmal habe ich mir auch gemerkt, die oberen beiden müssen an ihrem Schieberegler immer links und die beiden unteren, der eine war rechts und der andere, den haben wir jetzt auch nach rechts geschoben. Ja, die sind dann rechts. Also zwei links, zwei rechts. So, mit dem Spiegel. Bitte nicht abschießen. So, so. Ja, das klappt schon. Wir probieren mal, ob das jetzt überhaupt geht. Ah, scheint gut. Ja. Ah, das Symbol leuchtet, wenn ich es mit dem Lichtstrahl treffe. Habt ihr eine gute Idee gehabt? Das Haar? Sieh mal, das Symbol hört nicht auf zu leuchten. Dann weiß ich nicht, probiere ich nochmal das Set. Jetzt leuchten schon zwei Symbole. Na gut, das ist easy. Alle Symbole leuchten. Und was passiert jetzt? Oh, nice. Was ist das denn? Scheint eine Art Gondel zu sein. Na dann mal hoch mit dir. Oha. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wo es ja jetzt hier hingeht. Oh.
allen guten Geistern. Das nenne ich mal eine Schwertkammer. Fettes Schwert, ja. Und ein Engel. Heilige Mutter Gottes, das ist meine Statue. Ist das nicht Michael? Ich wollte gerade sagen. Der alte Angeber. Passt jedenfalls zum Orden. Der Erzengel Michael, Bezwinger des Teufels, Wächter des Garten Eden, Begleiter der Toten, Seelenweger am jüngsten Gericht und Anführer der himmlischen Heerscharen und der Träger des flammenden Schwertes. Naja, das hat er wohl tatsächlich irgendwo liegen lassen, so wie es aussieht. Ah, ich wollte es gerade sagen, das muss Michael sein, weil Michael, der agiert aber mit seinem Schwert. Ja. Das Schwert des Michael, das perfekte Werkzeug für den Exorzismus. Aber, wie komme ich da jetzt am besten dran? Okay, das ist das Werkzeug. Na gut, macht durchaus Sinn. Au! Okay, so einfach kann ich das nicht wegnehmen. Labby Wings. Das kann ich ihr nicht antun. Ich will alles mit der Maus erledigen. Das ist halt einfach so. Kann ich diese Pamphlet-Schnipsel jetzt langsam mal weghauen? Friedhofs Erde. Wie kann ich denn dem Michael... Oh. Zeigen, dass ich gewillt bin oder Engel bin. Scheint eine Art Engel Kristall bin. Oder Prisma zu sein. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. Was ist denn, wenn wir da mit dem Spiegel was machen? Da komme ich nicht dran. Wir haben sonst nichts weiter. Das Brückensaal. Vielleicht können wir Ansim damit ausstatten? Ansim? Vielleicht muss der wieder irgendeine Action vollbringen. Wo ist der Spiegel? Nein. Nein, ich wollte nicht raustappen. Ich bin wieder da. Man kann hier so leicht rausklicken. Den Spiegel. Mit Ansin? Wieso sollte ich das machen? Schade. Ich glaube, Ansin hilft dir nicht. Na, guck mal hier, kleiner. Bambusrohr. Da komme ich nicht dran. Das klappt so nicht. Vielleicht damit verbinden und dann hochhalten oder so. Was haben wir denn noch? Das Weihwasser, Schlüssel, PKE-Meter. Macht der eigentlich was? Ich stell ihn mal an. Momentan schlägt er nur auf mich aus. Also nicht auf das Schwert oder sowas. Weihwasser. Ach nee, das brauche ich ja für das Ritual. Also es wird uns nicht helfen. Spiegel. Oh. Wo kommt denn eigentlich das Licht her? Genau. Scheint eine Art Kristall oder Prisma zu sein. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. Ich kann es auch leider nicht umleiten. Das Buch, Anselm vielleicht? Da komme ich nicht dran. Oder Anselm mit dem Schwert? Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Vielleicht Lemmywings mit dem Licht? Da komme ich nicht dran. Schade. Oder Lemmywings mit dem Spiegel? Das kann ich ihr nicht antun. Was? Wieso? Da komme ich nicht dran. Ja, Schlüssel von Petrus. Vielleicht zeigen, dass wir... Das klappt so nicht. Nee. Da komme ich nicht. Ja, ist ja gut. Der Erzengel Michael, Bezwinger des Teufels, Wächter des Garten Eden, Begleiter der Toten, Seelenweger am jüngsten Gericht und Anführer der himmlischen Heerscharen und der Träger des flammenden Schwertes. Ich wusste gar nicht, dass das ein flammendes Schwert ist. Scheint eine Art Kristall oder Prisma zu sein. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. Ja. Was ist denn, wenn wir Papier mit dem Bambusrohr... Wieso sollte ich das machen? Nein, ich dachte so Kügelchen werfen oder so. Voll fett Kügelchen dran. Prisma, Pang. Einfach weg. So, das war jetzt richtig schade. Anzünden? Es brennt ja schon, Wieso aber... Wieso sollte ich das machen? Ich bin verzweifelt, Taloriel. Wir brauchen dieses Schwert. Friedhofs Erde. Oi. Das blöde Buch. Anzünden. Da komme ich nicht... Keine Ahnung, vielleicht muss ich dann nochmal weiterfragen, wie ich an das Schwert komme. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir da sonst dran kommen sollen. Das war jetzt HZF.
Ich muss das Ding also immer wieder rufen? Oh, Grundgütiger. Nein, es ist auch nicht verzeichnet. Leute, irgendwas muss da oben... Das ist unsere Antwort. Nochmal. Komm. Das schaffen wir. Können wir das vielleicht verkürzen? Oh. Let's do this. Ja, was könnten wir denn noch machen? Vielleicht mit der Friedhofserde das Ding beschmutzen einfach? Wieso sollte ich das machen? Oder mit der... Das klappt so nicht. Ja klar, die Erde mit der Erde. Sehr gut. Da komme ich nicht dran. Der Brückensaal. Au! Okay, so einfach kann ich das nicht wegnehmen. Probier's mal nochmal. Was hat denn immer Michael? Au. Okay, so einfach kann ich das nicht wegnehmen. Ja, ja, ist ja gut. Wirf doch einfach den Wieso Spiegel. Wieso sollte ich das machen? Du kannst so nicht. Ah, du kannst ja den Spiegel hier festmachen vielleicht. Da komme ich nicht dran. Aber hier gibt's doch auch einen Balken. Vielleicht, Mäuschen? Das kann ich hier nicht antun. Da kann das Fellknäuel auch nichts ausrichten. Guck mal, sieht doch so aus, als könnte man hier so lang laufen und dann hier so drüber und dann dahin. Komm mal her, Anselm. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Oh, jetzt sagst du das aber schon so ausdrücklich. Können wir dahin, Anselm? Stimmt, das ist eine rote Platte, ne? Fällt mir gerade auf. Anselm! Anselm! Hier sind überall rote Platten. Ah, wir probieren es mal gleich. Komm her. Jetzt gehen wir mal auf die. Auf die. Hier hinten ist auch noch eine. Oder hier vorne, besser gesagt. Nee, da auf die. Was soll's. Ah, verdammt. Ich dachte, das bringt vielleicht was. Das ist irgendwie nicht richtig. Ein Fehler. Ich habe wieder einen Fehler gefunden. Das blöde Brückendingens. Wieso sollte ich... Hör auf, immer so zu quatschen. Wir probieren das ja jetzt hier. Das Buch, komm. Da komme ich nicht dran. Wirf das Buch gegen. Du sollst es ja auch werfen, Taloril. Ob ich vielleicht von Maler jetzt doch nochmal die Zwille bekomme? Na gut. Irgendwie musst du hier wieder raus. Hä, wie? Naja, ich Brückensaal und dann... Geh doch einfach. Irgendwie musst du hier wieder raus. Ist ja gut. Dann hau ich jetzt ab. Wir gehen jetzt wieder. Ach, nochmal hier durch. Hier lang. Ach komm! Das war doch gar nicht. Auf mich wurde geschossen. Ja, Taloril. Nee, hier, so, da, durch. Boah, hier lang. Und jetzt schräg einmal umswitchen, einen Salto schlagen und dann. Die bist Tür du, zum Bein. Also, und dann bist du da. Oh. Tja, irgendwas brauchen wir noch für das Schwert. Dass man das jedes Mal wieder machen muss, ne? Also man hätte es doch vielleicht abkürzen können. Oder nicht. Oder doch. Doch, das hätte man abkürzen können. So. So, Blumford. Hilf mir bitte. Hallo, Blumford. Hallo, Taloril. Wie kann ich dir helfen? Nein. Geh dann mal. Oh. Vielleicht sagt der Bartholomäus was. Er ist ja echt gerade so unser Ansprechpartner. Jupp, dann rein da. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. War es nicht zu Michael?
Nada, niente. Jetzt, da wir einen geeigneten Platz. Das könnte los. Ah, okay. Naja. Aber du musst besser. Ritualplan. Da ist ja noch nicht alles vollständig. Wahrscheinlich ist das mit dem Schwert die Nummer 2, könnte ich mir vorstellen. Wir gehen mal jetzt zur Glocke. Vielleicht haben wir da jetzt die Möglichkeit, Greta schon mal rauszuscheuchen. Gut. Eine heilige Glocke. Ja. Wenn Greta wirklich besessen ist, dann könnte der Klang der heiligen Glocke sie aus der Kirche treiben. Ein Wunder, dass sie es überhaupt besessen in der Kirche aushält. Ja, da hast du recht. Die löst hier aber auch immer was aus, ne? Also diesen Echo. Sie schießt immer so ein Echo aus. Aber da passiert auch rein gar nichts. Eine heilige Glocke. Wenn Greta treiben. Ja. Das sieht ja aus wie so eine Stimmgabel, ne? Und das andere, ich habe keine Ahnung. Schon wieder so ein Flattervieh. Ich glaube, tatsächlich ist es das gleiche Flattervieh wie bei Bill auf dem Hof. Komm, einfach nur deswegen. Da passiert dann gar nichts. Vielleicht muss sie irgendwas anstoßen. Hier ist noch ein Affe. Aber, Glocke treiben. Ja, okay, es ist immer eine Glocke. Lege Glocke treiben. Der Stiefel, also sie... Ist das vielleicht so ein Domino-Effekt? Nee. Sie stößt das hier an. Das kullert dann runter. Der Affe treibt das Schiff an. Dann ist das ein Boxhandschuh? Ich glaube, ne? Keine Ahnung, wie das denn funktionieren soll. Dann kullert irgendwas runter. Das stößt den Fuß an. Da ist die Kugel. Eine heilige Glocke. Ja. Ist gut. Sind hier irgendwie zwei Seiten, ne? Der Schuh stößt dann gegen die Glocke und die bimmelt dann. Dann haben wir hier noch die Kugel. Ach, die Kugel wird dann aufgenommen und dann trifft der Schuh dagegen. Und hier? Der Zeiger? Das hat doch was mit dem Zeiger zu tun. Der lässt denn hier los, denn stoßen die Kugeln hier dran? Ah, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß es nicht. Also, was machen wir hier mit diesem spitzen Ding? Spitz wie ein Haken. Ich krieg das ja so nicht runter. Da komme ich nicht dran. Wir haben, glaube ich, auch hier schon alles probiert, ne? Wieso sollte ich das... Das Bambusrohr, ich weiß auch nicht. Dieses komische Bambusrohr. Hier, der Spiegel. Das klappt so nicht. Wieso sollte ich das machen? Vielleicht mit der Figur? Das klappt so nicht. Der andere Turm, womit Michaels Schwert, müsste doch hier auch irgendwie auf der Höhe jedenfalls sein. Aber man kommt ja auch nicht lang. Freunde, ich weiß es nicht. Soll ich tatsächlich nochmal unsere lieben Freunde fragen, die uns eh total weiterhelfen? Nein. Ich werd sie mal anklicken, aber es wird nichts bringen. Sag mal, könnt ihr mir vielleicht helfen? Wenn du den Überblick über deine Ritualvorbereitungen verloren hast, schau besser nochmal in deinen Notizen nach. Haha. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Du musst einen Exorzismus an Greta durchführen, bevor du die Erde verlassen kannst. Dafür musst du einen Ritualablaufplan entwickeln und zu Bartholomäus bringen und alle benötigten Komponenten auftreiben. So nutzlos wie immer. Bartholomäus, ich verzweifle. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Ritualplan, Ikon, sag mir doch mal lieber was zu dem Michael. Wieso lässt er mich nicht an sein blödes Schwert? Ich habe einen Ritualplan. Sieh mal. Sehr gut. Der ist doch nicht fertig. Ich geh dann mal. Und alle anderen sind ja auch gar nicht mehr da oder nicht mehr verfügbar, weil sie irgendwie in der Bar sind und einsaufen. Ja. Geoffrey, du. Hallo, Geoffrey. Hallo, Taloril. Na du, alles schick?
Was machst du hier? Ich bin der Lampenanzünder von Heaven's Hope. Ja, ja. Wieder an! Ich gehe dann. Kenn ich nicht. Hilft uns auch nicht weiter. Der Brunnen, da war der Spiegel drinne. Ich gehe mal in die Bücherei nochmal. Ich frage jetzt nochmal Magnus. Als letzter Triumph oder Trumpf. Quatsch, nicht Triumph. Triumph wäre toll. Hallo Magnus. Magnus. Guten Tag, Talorel. Ich gehe da mal wieder. Hast du ein Buch über Michael oder so, was uns hilft? Die 13,5 Leben des Namenlosen. Fass das lieber nicht an. Manche Bücher bleiben lieber ungelesen. Oh, Spannung. Okay, die anderen sind von irgendwelchen Dinosauriern und irgendwelche Physikbücher. Was war das? Ars Avung. Okay. Ja. Sumerische Literatur. Nichts, was uns hilft. Ihr Lieben, ich mache das jetzt mal mit euch gemeinsam. Passt auf, ich gehe kurz raus. Ihr werdet keinen Ton haben. Aber ihr hört mich noch. Gucken wir mal. Ich weiß halt tatsächlich nicht weiter. Zum Hünengrab geben, Erde, hier geht's um das Ritual. Durch das Kirchenschiff, die Schädel, unten den Schacht, das haben wir gemacht. Hoch in die Schwertkammer. Dort. Was? Okay, das haben wir aber probiert. Ich mach mal wieder zurück. Wartet, das haben wir probiert. Passt auf, ich gehe noch mal rein. Das, gut, das hätte ich mir jetzt eigentlich sparen können, ne? Das ist total bescheuert. Okay, ich habe es gerade gelesen. Wie doof. Und wir haben schon... Wir haben das schon probiert. Das hat nicht geklappt. Oh, mein Audacity läuft so lustig. Wartet mal. Ich habe gar keine Anzeige mehr. Also ich hoffe, das passt noch. Und jetzt wieder alles. Oh, das nervt. Komm, Maus. Und jetzt so eine kleine Abkürzung. Komm, das wäre doch mal was Angenehmes. Tap, 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 tap. Lemmy Wings, du rettest wieder unseren Tag. Okay, die beiden links. Und die unteren müssen rechts. Ja, hast du gut gemacht. Komm. Zack und zack. Aha. Dann rein da. Das ist so bescheuert, Leute. Ihr werdet es nicht glauben. So. Hier, bitte jetzt nicht abgeschossen werden. Obwohl, das ist auch nicht so schlimm. Der Spiegel. H, Z und F. Achso, wir haben noch den Spiegel. Los, Talore, ein bisschen flotter. Aber schon irgendwie cool, wie er hier so nach oben gefahren wird. So, wir sollen das machen, was wir schon probiert haben. Und zwar die Pamphletschnipsel. Da komme ich nicht dran. Wir sollen die beschießen, Tatsache. Pamphletschnipsel. Wieso sollte ich das machen? Mit dem Bambusrohr. Ha, was? Das klappt so. Achso, wir müssen sie befeuchten. Ah. Okay, die Idee hatten wir, aber die war gar nicht so schlecht. Achso, jetzt. Oh Gott. Na, das wird ja was. Oh, das war viel zu. Ah, obwohl, das war gar nicht so übel. Fup. Bisschen mehr Power? Nee, noch ein bisschen. Du weißt, wir können das Ganze hier auch abkürzen, wenn dir das lieber ist. Das geht seit dem neuesten Patch auch. Man kann dieses kleine Minispiel hier abkürzen. Warte mal, komm, wir machen das mal mit Power. Nee.
Na, das... Ich hab getroffen. Jetzt fällt schon ein bisschen weniger Licht durch das Prisma. Na, immerhin. Oh, das war zu viel. Das... Eieieiei. Oh, komm, das hab ich getroffen. Ja! Nächster Treffer. Und... Das müsste auch... Nein? War das jetzt zu stark? Warte, so, ungefähr die Hälfte? Nee, auch nicht. Ein Stück drunter. Ja. Jawohl, getroffen. Ach, jetzt fällt schon nicht mehr viel Licht durch das Prisma. Wie oft denn jetzt noch? Naja, ist ja auch schon wieder zu stark. Warte, so. Ah. Sehr gut. Es fällt kein Licht mehr durch das Prisma. Und der Pseudo-Feuereffekt von Michaels Schwert hat sich erledigt. Hier unten ohne Gottes Licht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. So ist das manchmal. Kleiner ist gut. Das ist ja jetzt so noch ein Zahnstocher. Gut. Okay, so geht das auch nicht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. Och, was denn jetzt? Schon gut. Okay, so geht das auch nicht. Was denn jetzt noch, Maus? Das hat nicht die Form eines Schwerts. Das funktioniert nicht. Ach, ich soll ihm was geben. Ja, hier. Hm. Ha, ich habe tatsächlich das Schwert des Michael. Wer hätte das gedacht? Jetzt aber schnell wieder nach oben, damit wir diesen Exorzismus durchführen können und du wieder zurück in den Himmel kommst, bevor einer mitbekommt, dass du weg warst. Michael wird gucken, wenn du mit seinem Schwert auftauchst. Dafür hat er jetzt das Bambusrohr. Ausgefallen. Überraschend. Gewagt geradezu. Bescheuert. Auch das. Was? Hey, dann haben wir ja jetzt quasi schon wirklich fast alles zusammen. Wir müssen Greta noch rauslocken. Und ich muss jetzt hier wieder durchlaufen. Oh, das ist eine blöde Passage hier. Komm mal hier hin. Da, hier durch. Ganz zute, ganz... Ach, nö. Auf mich wurde geschossen. Ja, I know that. Oh, na los. Jetzt hier durch. Nicht da drauf treten. Nein, Talori, hier. Prima. Ah, geschafft. Und ich glaube, wir müssen hier nie wieder rein. Ah, na Gott sei Dank. Immerhin haben wir das. So. Ich denke mal, wir müssen zur Kirchenglocke. Ich frage erstmal den Bartholomäus. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloril. Ah, jetzt ist alles andere weg. Ich habe einen Ritualplan. Sieh mal. Sehr gut. Der Ritualablaufplan ist komplett. Ja. Das hast du wirklich gut gemacht, mein Sohn. Hast du auch alle Komponenten für das Ritual zusammen? Ich habe alles, was wir für den Exorzismus an Greta brauchen. Und Bill schafft Greta in den Kreis, wenn ich sie aus ihrem Saal in der Kirche bekomme. Und ich weiß auch schon, wie ich Greta aus ihrem Saal bekomme. Ich muss dafür die Glocke im Turm läuten. Der Klang der heiligen Glocke sollte sie aus der Kirche treiben. Sehr gut, mein Sohn. Dann nichts wie mit dir in den Kirchturm und auf die Glocke läuten. Ich warte dann auf dich im Ritualkreis. Es ist also alles angerichtet. Das war eine schwere Kost, also ein schwerer Weg bis dahin. Jetzt schätze ich mal die Eule, dass die uns das hier anfeuert. Nee, 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 nee. Nicht? Verdammt, irgendwas fehlt da noch. Schätze ich mal. Spiegel? Wieso sollte ich... Die Kirchturmuhr von hinten. Sie steht still. Mhm. Mal gucken. Ich glaube, der große Zeiger... Ich meine, der kleine stand ja schon hier. Alle 3 Stunden. Naja, oder kurz davor. Lässt sich nicht einfach so bewegen. Naja, aber es soll doch eh ausgelöst werden, oder? Der Hebel scheint die kleinen Kugeln zu betätigen. Mhm.
Sieht so aus, als würde der Hebel von der Uhr ausgelöst. Ja, das nehme ich jetzt auch mal an. Diese Kugel scheint irgendwie diesen Mechanismus zu betätigen. Sieht so aus, als müsste die da hoch, damit sie von da oben in diese Kuhle bei dem Schuh fallen kann, damit der Schuh gegen die Glocke tritt. Wenn du mich fragst, sieht das nach so einer komischen Apparatur von Bloomford aus. Hoffen wir, dass seine Flugmaschine besser funktioniert. Jetzt können wir uns aber wenigstens mal hier jedes Teil anschauen. Das ist eben das Gute. Dieser komische Brenner scheint kaputt zu sein. Der hat wohl mal das Rohr darüber erhitzt. Ah. Ob man den irgendwie ersetzen kann? Ja, ich wüsste da schon was. Das könnte funktionieren. Anselm, der hat doch eine Kerze auf dem Kopf. Ist doch perfekt. Egal, wie er das gerade macht. Wie machst du das gerade, Anselm? Was machst du? Anselm, du musst doch hier... Anselm! Ja, natürlich. Warum auch so gehen? Das bringt offensichtlich die Flüssigkeit in dem Rohr zum Kochen. Und der Wasserdampf drückt nach oben. Und der Affe? Ja, doch. Das bringt offensichtlich die Flüssigkeit in dem Rohr zum... Ja, ist doch okay, dann... Jaha, ich hab's verstanden. Das, du musst es mir ja nicht über... Hallo, Taluri. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Du brauchst es nicht immer erwähnen. Taluri. Ich kann ja nichts machen hier. Oh nein! Anselm, komm schnell her. Anselm, lauf. Lauf. Unfassbar. Unfassbar. Du bleibst jetzt da. Ich gehe wieder auf Taluri und wir gucken uns das an. Da muss wohl die Kugel hoch. Da? What? Da komme ich nicht dran. Vielleicht unser Anselm. Nee, er kann sie nicht nehmen. Dann weiß ich nicht. Komm mal, los, Eule. Naja, das bringt so noch nichts. Was ist das für eine komische Apparatur hier, ne? Ein Wasserbuzzer. Darauf scheint das Segeldings da fahren zu können. Dann tuckert das also hier lang und fängt irgendwas von oben auf? Ich weiß noch nicht so genau. Was ist das hier? Da drüber muss wohl die Kugel... Also die muss ganz oben anfangen. Die sehen aus wie gespannte... Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall gespannt. Ja, ich bin auch so gespannt. Der eins ist kaputt. Ein komisches Metalldings. Scheint kaputt zu sein. Ich glaube, das ist eine Stimmgabel. Ja. Eine was? Eine Stimmgabel. Das ist so ein Metalldings, das einen lauten und klaren Ton von sich gibt, wenn man mit was Hartem dagegen stößt. Aha. Wieso sollte ich das machen? Das war nur eine Idee, Taluri. Diese Kugeln können wohl die große Kugel anstupsen. Die da? Aber kommt doch dann aus der gegengesetzten Richtung. Die soll doch nach unten, oder nicht? Dieser Schuh scheint die Glocke zum Läuten zu bringen. Und da ist so eine Schale dran. Sieht so aus, als müsste da was reinfallen, um den Schuh zu betätigen. Ist das bescheuert? Warum docken wir nicht einfach selbst gegen diese Glocke? Oder nimm den Schuh und hau auf die Glocke. Das ist doch... Lässt sich so einfach nicht bewegen. Scheint so, als müsste da was in die Schale fallen, um den Schuh zu bewegen. Also, die Kugel fällt von wo eigentlich genau runter? Hier ist der Boxhandschuh. Was soll der eigentlich? Der scheint die Kugel nach oben zu befördern. Nach Gesetzt oben? Gesetzt im Fall, du bekommst sie da hoch. What? Wo soll denn diese Kugel überhaupt hin? Eine heilige Glocke. Wenn Greta wirklich besessen ist, dann könnte der Klang der heiligen Glocke sie aus der Kirche treiben. Ein Wunder, dass sie es überhaupt besessen in der Kirche aushält. Nur, wie bekommt man die Glocke zum Läuten? Das ist alles, was du hast? Ich befürchte, da musst du erst die Glockenapparatur reparieren. Wieso? Das Ding ist doch... Das kannst du ganz das einfach... Das ist alles, was du...
Okay, was haben wir denn noch? Jorle, nicht aufregen. Jorle, alles wird gut. Nicht aufregen. Wir haben diesen komischen Affen, die Eule, die zwei Dinger, das haben wir schon angeschaut, den Schuh und Anselm. Ich stelle mich jetzt nochmal hier zur Uhr. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal die Uhrzeit finden. Aber es ist auch nichts passiert, als ich hier dran gedreht habe. Ach, jetzt auf einmal. Aha, die Kugel ist in dem Rohr. Jetzt auf einmal. Leck mal an der Föß. Verarsche. Jetzt der Affe. Der Affe muss das jetzt antreiben. Die Kugel wird dann nach oben gestoßen oder nicht? Anselm, bleib doch da einfach stehen. Mir ist es gerade so wurscht, ob du da bist oder bei mir. Aha, die Kugel ist eine Ebene weiter oben. Jetzt weiter. Aha. Der Affe. Dieser Affe hat scheinbar den Blasebalg betätigt. Sieht aber nicht mehr so fit aus. Denn der Einbar hat ja wohl nicht gereicht. Dieses Segeldings da scheint durch den Blasebalg nach links fahren zu können. Wird das vielleicht so irgendwas? Der Affe. Wie kriege ich denn jetzt den Affen dazu, dass er weitermacht? Der hat das erhitzt. Dann ist die Kugel nach oben gekommen. Und der Affe hat einmal gepustet. Das reicht ja gar nicht. Hier ist doch auch irgend so ein Druck. Oder ist das Druck? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Die blöde Eule! Du doofes Ding! Das hilft alles nichts. Wir haben jetzt gar nicht mehr die Möglichkeit. Ich würde prinzipiell gerne eine Anselm da nochmal hinstellen. Aber das könnte funktionieren. Wird er jetzt wieder laufen? Na gut. Los, Anselm. Ja, vielleicht bringt das doch mal was. Irgendwas muss er den Affen aktivieren. Oder war das die Uhrzeit? Ich glaube ja nicht. Los, kleiner Anselm. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Müsste er jetzt nicht trotzdem noch das Rohr erhitzen? Nö, warum denn auch? Ach! Na gut. Dann gucke ich nochmal wegen der Uhrzeit. Das wird jetzt aber nicht mehr angestupst. Das bleibt so. Wir haben jetzt die vollen 6 Stunden und jetzt würde er ihn anstupsen. Ah! Aber es ist nichts passiert. Der Affe. Warte mal. Lemmy! Lemmy Wings! Ja! Unsere Ratte schafft alles. Oh, die süß! Lemmy Wings ist ja echt der Beste. Jetzt ist die Kugel da oben. Warum zur Hölle muss die Kugel überhaupt noch ganz nach oben? Das macht keinen Sinn. Ah. Jetzt hält die runter. Ja, wir haben es geschafft. Du hast es geschafft. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Dieser Krach. Dieser unerträgliche Krach. Greta, halt. Was willst du, Mensch? Das geht so nicht weiter. Ich bin hier, um dich aufzuhalten. Du kommst jetzt mit. Was? Aufhalten? Du hast Heaven's Hope genug tyrannisiert. Das hat jetzt ein Ende. Was? Nein! Nein! Verrat! Judas! Du pharisäischer Taugenichts! Lass mich runter! Oh je. Na dann mal auf zum Ritualplatz. Da hat der Besi schon abgegriffen. Super. Anselm, komm, ich nehme dich einfach mal mit. Oh, wir haben es geschafft. War wieder ein bisschen tricky und so fummelig. So Heaven's Hope fummelig halt einfach wieder.
Komm, wir gehen noch zum Ritualplatz. Und dann machen wir dann aber auch mal Schluss für heute. Das sind meine Nerven. Ach, gut, dass du endlich da bist. Sie wird immer verrückter. Ja. Bist du bereit? Lass uns beginnen. Hast du alles? Das Schwert, den Schlüssel und die vier Elemente in reiner Form? Ja, ich habe alles. Gut. Dann los. Betrete den Kreis Taloriel. Ja, aber das Ganze, wie gesagt, dann erstmal übermorgen. Ich habe meine Nerven heute. Meine Nerven. Ich bin durch und wir sehen uns dann übermorgen wieder. Bis dahin sage ich tschü mit Ö. Lasst euch nicht ärgern. Wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dahin. Tschüss.